Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Xenoblade Chronicles X. Ich bin es, euer Dem Simafix. Das ist unsere tolle Truppe. Wir haben einen neuen Zugang. Nicht nur unseren kleinen Noppenfreund, sondern auch Dark hier, der irgendwie mit seinen Waffen ganz schön eindrucksvoll hier aussieht. Wir müssen nun hier 15% von dieser wunderschönen Region erkunden, was natürlich heißt, dass wir die nächsten 30 Stunden ungefähr beschäftigt sein werden, einfach nur durch die Gegend zu laufen. Wie das so drauflaufen wird, weiß ich jetzt noch nicht. Aber eins steht sicher, scheinbar müssen wir das wirklich machen. Bleibt uns keine Wahl. Naja, zumindest wir haben hier beim letzten Mal ein bisschen hier über unsere Aufgabe gesprochen, was es eben heißt, Blade-Typ zu sein, ein Blade-Mitarbeiter zu sein, jetzt so wichtig. Wichtiger ist aber für mich eindeutig, dass wir jetzt hier wirklich halt 15% dieser blöden Region uns anschauen sollen. Und das kann wirklich noch eine ganz schön Weile, lange Zeit dauern, bis wir das mal hinbekommen haben. Aber egal, werden wir machen, werden wir natürlich machen, haben wir natürlich gar kein Problem. Doch davor müssen wir jetzt erstmal hier unsere Leute ausrüsten. Oh, das T-Shirt passt doch gar nicht zu Elmer, Mann. Ich will eigentlich, dass sie diese Rüstung hat, aber ich kann auch nichts dafür. Das ist halt besser. So. Wir werden jetzt hier kurz mal alles Mögliche ausrüsten. Wir haben hier einen Level 18er Charakter dabei. Da sollte es alles eigentlich ganz gut laufen. Gib mir den mal more, Leute, Mann. Sieht ja jetzt cool aus. Ich glaube, dem muss ich nichts eigentlich ausrüsten. So. Eine wichtige Sache, wir werden halt jetzt hier noch ein paar Nebenmissionen annehmen, deswegen bin ich jetzt einfach hier mal zu dem Board gegangen und werden daraufhin, ja, ein bisschen hier durch diese wunderschöne Region reisen und hoffentlich irgendwie ein paar coole Nebenmissionen erfüllen können, weil wir müssen auch noch so zwei zusätzliche Nebenaufgaben erfüllen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind, aber wir werden jetzt erstmal hier, weil die habe ich nämlich gefunden, Eleonora reden und ich würde sagen, mit der reden wir doch mal hier kurz, oder? Maxi, du scheinst darauf drauf und dran sein, dir bei Alice Blade einen Namen zu machen. Es kursieren schon die wildesten Geschichten über dich. Manche berichten von atemberaubenden Feuergefechten mit feindlichen Xenos, andere von fremdartigen Delikatessen auf zwei Beinen, die du gezähmt hast. Gezähmt und gegessen. Oh, es war aber gar nicht meine Absicht, dich mit Smalltalk zu langweilen. Kommandant Van Damme hat mich gebeten, dich über einige Dinge in Kenntnis zu setzen. Wenn ich dich das nächste Mal sehe... Bist du vertraut mit Blade-Leveln? Nicht, dass ich wüsste. Ah, das freut mich. Dann habe ich meinen kleinen Vortrag wenigstens nicht umsonst vorbereitet. Mit Blade-Leveln verhält es sich folgendermaßen. Neuzugänge wie du starten für gewöhnlich auf Blade-Level 1. Doch mit jeder Mission, die sie beim Abschluss bringen, sammeln sie Erfahrung als Blade und steigt auch langsam ihr Blade-Level. Der Blade-Level ist sozusagen ein Barometer für deine Leistung bei Blade. Die Skala endet bei Level 10. Diesem höchsten erreichen jedoch nur die meisterhaften Kämpfer und geniale Strategen. Als nächstes würde ich gerne auf Divisionspunkte zu sprechen. Ist dir der Name ein Begriff? Ja, so halbwegs. Es sind die eben für die Division, die ich beigetreten bin, muss ich eben Aufgaben erfüllen. Wie bei mir wird es halt Gegner schlagen und Tyrannen besiegen. Nicht? Okay. Aber über die Division weißt du Bescheid, oder? Die 8. Division von Blade übernehmen wichtige Aufgaben hier auf Mira. Jeder von ihnen eine andere. Sie erweitern das Frontier nach, machen gefährliche Kreaturen unschädlich. Das bin ich. Bergen Trümmern vor des weißen Wassers und vieles mehr. Für jede Aufgabe, die ein Blade für seine Division durchführt, wird er bewertet und mit Punkten belohnt. Dies sind Divisionspunkte, die ich eben ansprach. Das Wichtigste an diesen Punkten ist, dass sie ja deinen Blade-Level ansteigen lassen. Und Punkte bekommst du praktisch für jeden Handgriff, den du bei Blade erledigst. Prophezei, dass du schnell in den 10 erreichen kannst, Eleonora gucken kann. Ja, könnte ich das Vorteil. Ja, mich interessiert das Vorteil. Angeben kommt erst danach. Besonders wenn ich hier Dark habt, der einfach mal Nummer 10 Level stärker ist als wir, dann kann ich nicht angeben. Ein höherer Blade-Level bringt dir Ruhm und Anerkennung. Und obendrein wirst du mit fantastischen Boni belohnt. Welche Boni genau das sind, verrate ich dir erst, wenn du soweit bist. Ich möchte nicht die Überraschung verderben. Versuche erst einmal Blade-Level 2 zu erreichen. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Dann bekommst du einen wohlverdienten Bonus. Klein. Oh! Kleines Blade Level 1. Das ist die eine Aufgabe, die wir erfüllen müssen. Habe ich die schon geschafft? Oh, eine Sekunde. Könnte es sein, dass du dein Blade Level bereits angestiegen ist? Tatsache. Um ehrlich zu sein, hatte mich bereits gewundert, weil du schon so zuversichtlich wirktest. Würdest du mir trotzdem noch einmal zuhören? Der Vollständigkeit halber. Grundsätzlich gilt, komm immer zu mir, wenn dein Blade Level angestiegen ist. Denn sobald ich deinen Levelausstieg verifiziert habe, bin ich autorisiert, dich mit großzügigen Bonus zu belohnen. Heute ist der Bonus für das Erreichen
das zweite Blade Level fällig. Herzlichen Glückwunsch. Neuer Holoprojekt, ein neuer Holoprojekt. Und ach cool, und damit kann ich jetzt Hologramme erstellen oder was? Hast du dir deinen Bonus einmal angesehen? Solche Einrichtungsgegenstände für die persönlichen Gestaltungen deines Quartiers wirst du in Zukunft öfter von uns bekommen. Das Quartiersteam schließt sich dein neues Zuhause auf Mira. Da ist es wichtig, dass du dich dort wohlfühlst. Richte es also ganz nach deinem Geschmack ein. Hey, du wirkst ein wenig skeptisch. Ja, da hast du recht. Du hattest nicht erwartet, einen von Kommandanten Raumdeko als Bonus zu erhalten, oder? Nun, die Skepsis ist berechtigt. In Wirklichkeit steckt eine Petition dahinter. 100 Blade-Kolleginnen haben Unterschriften gesammelt und diesen Bonus beim Kommandanten durchgesetzt. Aber ich schweife vom Thema ab. Hätten die nicht sich für coolere Waffen einsetzen können? Ach, ihr seid doch Frauen. Es gibt noch einen weiteren Bonus und vermutlich wird dich dieser mehr interessieren als die Einrichtung dieses Quartiers. Er betrifft nämlich dein Spezialwissen. Jeder Blade kann sich in mechanischen, biologischen oder archäologischen Spezialwissen fortbilden. Momentan verfügst du in diesen drei Gebieten über Grundkenntnisse. Doch nun bist du an dem Punkt angekommen, an dem du dich weiterbilden kannst. Denn jedes Mal, wenn du deinen höheren Blade-Level erreichst, kannst du bei mir ein Spezialwissensgebiet erweitern lassen. Vielleicht wirst du dich zunächst ärgern, dass du dir ein Gebiet gleichzeitig, dass du nur ein Gebiet aufsteigen kannst. Aber glaube mir, auch dies geschieht nur zu deinem Besten. Zu viel Wissen auf einmal verwirrt eher, als dass es nützt. Hinzu kommt noch, dass große Wissen große Verantwortung mit sich bringt. Nicht auszudenken, was alles passieren würde, könnte, wenn jemand die Absicht hätte, uns mit diesem Wissen zu schaden und sich in der Blade-Zentrale zu hacken. Als Absicherung erhalten deshalb nur Personen mit hohem Blade-Level, die ihr Zuverlässigkeit bewiesen haben, Zugang zu den höchsten Wissensheitsstufen. So, genug gepredigt. Ja, danke schön. So, ich weiß es eh schon. Technik, muss ich gar nicht denken. Archäologisch haben wir eins gefunden, biologisch haben wir ein paar mehr gefunden, aber ich will natürlich mechanisch machen. Gut, dann erweitere ich hiermit dein mechanisches Spezialwissen. Das Handbuch gibt es gratis dazu, obwohl du es sicher nicht brauchen wirst. Damit wären wir ja durch. Nur hast du alle Boni erhalten, die dir für den Levelaufstieg zustehen. Ab heute bist du ein waschechter Blade. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Sammeln von Divisionspunkten. Und wenn du Level 3 bist, ja, oh Leute, die erzählt mir so viel. Aber das Wichtige ist, wir haben hier die erste Mission geschafft, das kleine 1x1 hier. Das ist verdammt wichtig. Das heißt nämlich, dass wir nun, ich nehme alles an, Mann, mir ist das gleich. So, okay, ich will doch keine Gespräche wie Jagden eigentlich haben, okay, keine Level 4 Stufen Jagden. Ist das alles nur in dem Gebiet, was ich hier habe? Oblivia, Noctilum, das ist Primadoria. Also alles, was nicht in Primadoria ist, kann man schon mal vergessen. Dann müssen wir das alles nicht annehmen. So. Das ist sogar hier noch im Blade drinnen. So. Aber mich würde jetzt eigentlich viel mehr noch interessieren, wie wir jetzt... Also wir haben jetzt hier eine dieser Nebenquests abgeschlossen. Die eine Nebenquest war das dann, das andere war irgendwas mit Sonden oder so. Aber ich weiß halt wirklich nicht, wo sich die jetzt befinden sollte. Ich schaue mir hier nochmal meine Karte gerade an. Und habe ja wirklich das Problem, dass ich nicht halt weiß, wo ich jetzt hin soll. Ich kann mich mal zum Hangar porten. Warte. Wir müssen, ich denke mal, das wird ja eine Quest sein, die uns ebenfalls irgendwo hier erwartet. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wir jetzt das von der Eleonora bekommen. Muss ich es auch mal so sagen. Aber irgendwo heißt es ja hier, dass hier eine Mission auf uns wartet. So, was haben wir hier noch? Den Hangar. Dann würde ich sagen, die Straße, die wir beim letzten Mal hier abgelaufen sind, gehen wir diesmal weiter. Wir wollten uns ja eh mal hier in der schönen Stadt umschauen. Und ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, weil ich denke, irgendwo wird dann so ein rotes Fragezeichen erwarten. Wo wir hoffentlich dann zumindest... wo wir zumindest hoffentlich dann eine Mission bekommen. Und diese Mission könnte dann ja die Mission sein, wie wir dann hier unsere... Ja, wie wir eben weiterkommen. Weil wie gesagt, wir müssen ja diese zwei Missionen auffüllen. Ich weiß aber wirklich nicht, wo die jetzt sein können, ich denke. So, hier ist das Geschäftsviertel. Boah, Leute, schaut euch mal an. Oh mein Gott, ploppen da schon wieder viele Missionen auf. Habe ich schon mal gesagt, dass Xenoblade groß ist? Groß trifft es nicht. So. Alle hopp. Oder wir gehen halt einfach ein bisschen raus und schlachten Monster. Nee, ich würde sagen, wir gehen einfach mal kurz in die Bezirke, die uns ja hier erklärt wurden. Das ist ja hier das Geschäftsviertel, wo alles schön und bunter und nett ist. Das passt mir gar nicht.
Deswegen bin ich auch kein blöder Mediator. Ich bin ein Harrier, Mann. Deswegen kann ich so cool hüpfen. Diese Sprunganimation ist awesome. Was habt ihr hier? Habt ihr Probleme? Ein Autounfall? Oh, ihr Armen. Ihr habt Probleme, Mann. Kann man hier einen Burger essen? Oh, sowas will ich haben. Sowas will ich haben. Cool. Nachricht von Blade-Zentrale. Handlungsmissionen können im Blade-Quartier angenommen werden. Okay, das wusste ich. So, jetzt haben wir hier die Allzweckfabrik. Das ist da, wo wir gestartet sind. Und überall sind Scales und ich habe keinen. Hier kotzt mich alle so an, weil so gibt es ja keine Scales. So, jetzt muss ich mal wieder kurz auf die Karte schauen. Jetzt habe ich hier den Bezirk. Da habe ich einmal hier, wo ich mich hinporten kann, zu dem Dinner. Dann habe ich hier einmal die Allzweckfabrik und hier habe ich noch was. Mission Yardis, gewiefter Plan, Aufträge Yardley. Nicht so spannend. Industriegebiet Zentrum. Und weiter habe ich sie nicht erkundet. Das war. Nee, ich brauche irgendwie so eine Mission Sondensuche oder sowas. Sowas war das. Warte mal, ich zoom nochmal raus. Ich weiß, das ist voll dumm, weil ihr das natürlich nicht alle sehen könnt. Aber ich muss das so machen. So, dann gehen wir nochmal hier nämlich. Wir haben 6 Sektoren. So, NLA. Den Verwaltungsbezirk, weil ich würde jetzt eigentlich annehmen, dass die Aufgabe im Verwaltungsbezirk ist. Aber es wird mir hier alles eingebildet werden. Sondensuche, da ist sie doch, ich hab sie doch. So. Gut, da porte ich mir jetzt nämlich dahin. Weil das ein Sektor nach unten und einen nach oben ist mir. Wird doch alles einem ganz normal eingeblendet. Man muss sich nur ein bisschen umschauen. Alles kein Ding. So, weil ich sehe auf meiner schönen Karte, die ihr natürlich nicht sehen könnt, dass ich jetzt einfach ein bisschen nach unten gehen muss und nach rechts. Glaube ich. So, gehe ich in die richtige Richtung? Ja. So. Ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, wie die Karte aussieht. Wie gesagt, es sind halt so immer diese schönen Hexagons und man muss eher einfach dann dorthin gehen, wo diese schönen Ausrufezeichen sind. Da haben wir unsere Aufgabe. So. Grüß dich. Du bist Maxi, richtig? Vielleicht. Immer auf der Hut, was? Nicht schlecht, Herr Specht. So schlecht, Mann. deutsche Sprichwörter einzufügen ist immer cool. So, ich bin Christi. Christi mit K, klar? Christina. Ich bin Managerin für Frontier Nerve. Nagi hat mich gebeten, dir alles zu erklären, was du über Frontier Nerve wissen musst. Also wollen wir ja gleich loslegen. Ja, von mir aus. Ausgezeichnet. Also, denke mal dran. Was uns mit diesem Planeten verbindet, ist das Frontier Nerve. Und wie mit allen Dingen im Leben braucht man auch hier Hingabe und Neugier, wenn man sich ein wirkliches Verständnis erarbeiten will. Erster wichtiger Punkt. Am Frontier Nerve Knotenpunkten werden Datensonden installiert. Davon gibt es allerdings verschiedene Typen. Jeder Sondentyp hat einen anderen Effekt auf deine Umgebung. Also überlege dir gut, welche Art von Sonde du wo installierst. Oh. Und jetzt setzt du die Sonden des gleichen Types und Levels an angrenzenden Gebieten, verstärken sich gegenseitig. Ich könnte dir jetzt einen langen Sermon abliefern, aber vielleicht probieren wir es lieber mit ein bisschen Learning by Doing. Erfülle die Anforderungen, installiere 14, 15 und 16. Okay, also wir müssen einfach ein paar Sonden ansetzen. Okay. Ja gut, da müssen wir uns jetzt nicht... Das kann ich mir denken. So, das klicken wir uns jetzt durch. Weil wir müssen jetzt im Endeffekt die Sonde. Da potte ich mich jetzt nicht raus. Wenn es mir natürlich möglich ist. Primatoria. Kann ich mich hier irgendwo hinporten? Da kann ich mich hinporten. Zum Knotenpunkt 116 porte ich mich nämlich jetzt. Und da müssen wir jetzt zu diesen Sonden hingehen. Was wir da auch immer machen müssen. So, wir haben genug gelesen, Mann. Wir wollen ja auch ein bisschen hier Action in dem Part haben, oder? Hoffe ich jetzt einfach mal. So, was bist du denn für ein liebes, nettes Tierchen? Oh, siehst du putzig aus. So. Wir nehmen natürlich aber hier auch natürlich wieder ein paar Bestien mit.
Weil wir wissen ja, jetzt haben wir unseren Level 18er Typ, jetzt ist ja eh kein Problem. Das Problem ist natürlich, das einzige Problem, was wir haben, ist, dass der Level 81er Gorilla hier irgendwo ist. So, hinter uns leuchtet nämlich irgendwas. Ich glaube, das ist der Ort, wo ich gespawnt bin, oder? So. Zack, hä? Ich habe das ganze Kämpfen schon wieder verlernt. Ich muss diesen ganzen Online-Modus muss ich mal abschalten für eine Weile. Weil ich will hier wirklich mein Singleplayer-Erlebnis haben. Und irgendwann gehen wir sicher mal in den Online-Modus und werden ein paar Missionen mal so machen. Aber das werden wir sicher jetzt noch nicht am Anfang des Spiels machen. Da habe ich wirklich noch keine Lust drauf. So, ich finde es nervig, dass mir hier die ganze Zeit Sachen vom Online-Modus reingehauen werden. So, gut. Aber sicher, bevor wir die nächste... Oh, schau dich mal an, die Wiese sieht hier schön aus. Bevor wir, würde ich sagen, die nächste Hauptmission mal angehen, will ich mindestens, ich sag jetzt mal, Level 15 sein. Zack, aber mit Dark ist das da alles kein Problem. Dann managen wir das mit seinem Level 18. Ich finde es merkwürdig, wieso ist der Level 18? Aber egal. Ich glaube, den hätte man sich noch gar nicht nehmen dürfen. Aber, solange man ihm was anderes sagt... So. Komm, komm, komm. Zack. Der Evalo hier. So, Level 13. Das sollte eigentlich gute Erfahrung geben. Ja, das ist akzeptabel. Zwei Balken waren das fast, oder? Wenn ich das hier so richtig gesehen habe. So, ich bin jetzt aber schon an einem von diesen Knotenpunkten hier vorbeigelatscht. Ist natürlich ganz dumm. So, sammeln wir hier den ein. Oder bin ich da überhaupt vorbeigelatscht? Ja, natürlich bin ich. So, und hier auf das, da muss man hingehen. Zur Sonde eben. Ich habe mir doch durchlesen sollen, was man da machen soll. Ne, ich bin jetzt hier bei der Sonde, okay. Installiere die Datensonde. Das haben wir aber schon gemacht. Ich kann ja auch nichts dafür. So. Okay. Ich behaupte, wir haben das schon gemacht. Das haben wir schon gemacht. Nee, das passt schon alles. Das wird uns nur noch markiert, weil das Spiel nicht kapiert hat, dass wir das schon gemacht haben. Hoffe ich jetzt mal. Ich bezweifle, dass es so ist, aber das ist mir wurscht. Ich hole jetzt hier erstmal hier. Ich will einfach kämpfen, Mann. Komm, das Kampfsystem überrascht mich wirklich, dass es mir richtig Spaß macht, nachdem es mich eigentlich so ein Xenoblade so angekotzt hat. Aber ich sag ja, durch dieses popelige Schusswaffengefühl macht es einfach so viel mehr Spaß. Das ist echt ganz strange. Oh, da ist ein Strauchen gekommen. Zack. Oh, schau dich mal an hier mit seiner Laserklinge hier. So, abwehren. Nach oben hauen. Und gleich haben wir ihn eh, oder? Bam! Kann man jetzt ein bisschen noch ins Gesicht hauen. Darf ich da hochzoomen? Wutschum! Ausquiechen. Der Satz immer nach vorne. Das ist meine beste Ausweichmethode. So. Gut, und dann nochmal den hier hinterher. Und das war's, oder? Natürlich war's das. Da sehen wir übrigens schon wieder die nächste Quest, aber. Oh, der ist umzingelt da von Monstern. Oder halbwegs Monstern zumindest. Sie sehen nicht so gefährlich aus. Hier Nathan. Verdammt. Jetzt verstehe ich doch. So, warte, wir brauchen eine neue Synchro. Verdammt. Jetzt verstehe doch endlich Monika. Unsere Priorität als Blade ist es, dass wir lebend wieder nach Hause kommen. Und da ich für dieses Team verantwortlich bin, ist es meine Pflicht, den Weg einzuschlagen, der für uns das geringste Risiko birgt. Du willst sein Leben opfern, damit wir uns in Sicherheit bringen können? Das ist ja wohl das Allerletzte. Mir reicht's. Ich gehe, Connor. Allein suchen. Bist du verrückt? Das ist das Allerletzte. Hier, den Status hier. Also negatives Karma irgendwie haben die zueinander. Monika, bist du verrückt? Hör mir doch bitte einmal zu. Hey, du bist... Bist du ein Blade? Dann beantworte mir eine Frage. Würdest du als Anführer ein ganzes Team in Gefahr bringen, nur um einen Einsatz, um einen Einzelnen zu retten? Oder würdest du dem Team befehlen, sich wie ein Haufen Feiglinge nach NLA zurückzuziehen, um Verstärkung zu betteln? Retten natürlich. Siehst du? Das nenne ich mal Warmut. Was, wenn unser Freund stirbt? Wären wir uns in LA hinter den Pforten
unseren NLA den Hintern platt setzen, was dann? Und was, wenn wir zwei auch noch verloren gehen? Dann sind wir Connor erst recht keine Hilfe mehr. Ich habe eine Bitte an dich. Kannst du nach Norden in die Sicherheits-Sichel-Kopfsteppe gehen und dort nach einem Interceptor namens Connor suchen? Er gehört zu unserem Team. Er wurde bei einer Erkundungsmission getrennt und er ist bis jetzt noch nicht zurückgekehrt. Mach mal. Nein, nicht als Navigationsziel. Ich weiß, dass es eigentlich meine Aufgabe wäre, ihn zu suchen, aber wir wurden ziemlich fertig gemacht, als aus unserer Erkundungsmission plötzlich eine Tintula erjagt wurde. Wie du sicher bemerkt hast, sind wir gerade völlig durch den Wind. Wenn wir in diesem Zustand einen Rettungseinsatz starten, bringen wir uns alle in Gefahr. Tut mir leid. Tut mir leid, dass du hier mit reingezogen wurdest. Vielen Dank, dass du uns hilfst. Ich weiß das zu schätzen. Sobald wir Connors Standort kennen, werden wir unser Bestes tun, um ihn zu retten. Bitte, du musst ihn finden. Ja, wenn ich mal Zeit habe. Ich muss erst irgendwelche Sonden platzieren, wo ich nicht weiß, wo sie hingehören. Wieso geht es wieder da lang? Du Scheißdrecksding. Du gehst jetzt ernsthaft dahinter, oder? Nee, das ist mir jetzt wurscht. Ich geh jetzt dahin. Ich geh dahinter. Ich mach meine eigene Sonde auf mit Blackjack und Nutten. Immer wieder noch das beste Zitat aus Futurama. Glaube ich, sage ich in jedem Let's Play Projekt einmal. Das ist immer noch der größte Satz. Bender wird aus dem Vergnügungspark rausgeworfen. Ich mach meine eigene Vergnügungspark auf mit Blackjack und Nutten. Das ist schon gut einfach. So, okay. Zack, zack. Wir laufen jetzt einfach mal dahin. Oh Leute, schaut euch den kleinen Dino da hinten an. Der sieht ja putzig aus. Okay, da ist einer von diesen Chip-Pullers da. So, und da. Hier ist eine Sonde. Okay. Sind das aggressive Dinger? Wenn ja, haben wir ein ganz kleines Problem. Lauf, Maxi! Lauf! Lauf! Alter, sprintet das Ding. Kann ja gar nicht sein. Wieso sind hier alle Level 17, Level 16, Mann? Das kann doch gar nicht sein. Warum werden wir ja alle grün markiert? Okay. Sehr gut ist es gelaufen. Verfolgst du mich immer noch? Alter, die Gegner sind viel zu schnell und aggressiv in diesem Spiel. Okay, neuer Plan. Wir klettern da hoch. Kuppelfels, okay. Den Kuppelfelsen haben wir immer schon mal gefunden. Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das unwichtig? Unwichtig. Ziemlich sicher unwichtig. Ich würde sagen, wir holen uns ja lieber ein paar Standardschweine. So, wir legen uns nur mit Gegnern an, die auf unserem Niveau sind. Level 19, Mann. Ihr habt gesehen, der hat uns mit einem Schlag gerade 600 Leben oder so abgezogen. So, aber seht ihr mal, den da oben, das ist zwar ein Tyrann, aber sehe ich das richtig? Der ist nur Level 13, oder? Eigentlich theoretisch zumindest machbar. So, eigentlich müsste Duck so einen Move haben, wie ich den immer mache, dass er so die Gegner anlockt. So, anvisieren. Dann machen wir den hier. Dann machen wir hier schön mehr Schaden. Und da holen wir uns den. Initialiere die Datenpads an Knotenpunkt 1 im Primadoria. Und rüste die Vordersonde G1 auf. Okay, immer irgendwas mit G1 steht da. Oh Leute, frag mich doch nicht. Warum visiere ich den einen an und dann, das war gerade eine sehr coole Aktion. Ich laufe auf den einen zu, greife ihn an und dann visiere ich den nächsten an. So, komm, zack. Kopf ist schon geplatzt. So, ach Leute, mit Duck managen wir das doch mit Leichtigkeit hier. Kein Ding. Die sind alle immer so ein schönes Level stärker und trotzdem machen wir die hier voll platt. So, Leute, der Move, wie er immer so sein Schwert hält und dann so ein Fluch oder sowas drauf spricht, das sieht so großartig aus. So. Was haben wir noch, was wir einsetzen können? Jetzt gerade haben wir keine Skills. So. Upsala. Ready and go. Ups, der eine ist da direkt vor unseren Schuss gelaufen, okay. Jetzt hört auf, immer bitte von meinen Attacken zu laufen. Da habe ich immer Angst, dass ich euch treffe und dann greifen mich gleich 30 von diesen Viechern an.
So, aber hier ist eigentlich ein guter Grindplatz. Ihr seht, alles Gegner, die so ein bisschen über unserem Level sind, sowas sollte gute Erfahrung bieten. Der ist ja Level 14, also. Das hat man echt super Erfahrung bekommen jetzt am Ende. 86. Ich weiß nicht, ob das. Naja, ich hatte nicht das Gefühl, dass das so viel war. So. Also, diese Aufgabe mit den Sonden ist mir aufgefallen, ist eine echt doofe Mission. So, ich hole mir jetzt die hier. Ist mir jetzt wurscht, dass mich dann gleich drei von denen angreifen werden, wenn die sehen, dass ich ihren Kumpel hier abschieße. Aber das ist mir wurscht. Ich brauche jetzt die Erfahrung. Ich sage ja mindestens Level 15, weil so oder so, ob wir uns dann hier der Aufgabe widmen oder ob wir dann doch noch diese Sondensuche irgendwie abschließen. Trotzdem brauchen wir definitiv noch ein Level, weil ich habe das Gefühl, als Level 12 sind wir echt so stark. Also wir mindestens Level 15, vielleicht sogar noch ein bisschen stärker hier sein. Zack. Wollen wir uns den Level 16 halt holen? Dann sind die alle abgehauen. Oh, es ist Nacht deswegen. Weil schaut ihr, es ist ja im Endeffekt nur ein Level 13er. Also, rein theoretisch sollte man uns den schon holen können. Ich meine, auch wenn der jetzt. Ja, aber ihr wisst ja, ich meine, die sind so schon immer ätzend, wenn man sie bekämpft. Und wenn sie dann hier nochmal so stark sind, dann ist das echt keine so gute Idee. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal was anderes. So. 26 Minuten. Den Tyrann macht. Was ist denn das? Das ist eine. Steht da eine Sterne? Ah, die Sterne stehen da jetzt leider nicht. Ich würde sagen, wir machen das jetzt nämlich anders. Ich will jetzt nämlich hier noch ein kleines. Irgendwas Cooles holen zum Abschluss des Partes, oder? Kriegen wir das noch hin? Das ist ja ganz auf der anderen Seite. Oh, Leute. Okay, das ist eine ganz schlechte Mission, weil da müssen wir einmal über den ganzen Kontinent laufen. Was haben wir noch? Schauen wir uns mal Missionen einfach an. So. Ein Tyrann, aber ein Tyrann wäre halt so super, das könnte man halt super machen. Arbeit ruft, das ist hier, was wir da drin machen müssen. Ach Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir beenden doch jetzt mal einfach hier mal den Part. Das ist doch ein guter Zeitpunkt, komplett ohne Plan und ohne zu wissen, was wir genau tun sollen. Wir müssen noch sehr viel von dem Kontinent erkunden. Wir müssen diese Sonden aktivieren. Ich würde sagen, das werden wir uns auch beim nächsten Mal, werden wir uns erstmal dem widmen. Oh, ein Skorpion. Oh, der ist schnell. Warum sind alle starken Gegner in diesem Spiel auch noch schnell? Egal. Zumindest wir werden uns sicher beim nächsten Mal erstmal diesen Sonden widmen. Das ist jetzt erstmal das Wesentliche. Und danach können wir uns immer noch anschauen, ob wir da was anderes machen. Doch nun würde ich sagen, machen wir doch erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Xenoblade Chronicles. Und wir werden schauen, was uns beim nächsten Mal so Schönes noch erwartet. Doch davor will ich jetzt schauen. Ein Segment in Primadoria. Sehr cool. Sehr gut. Ob das gut ist oder nicht gut, werden wir wahrscheinlich auch beim nächsten Mal erfahren. Aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und bis zum nächsten Mal dann. Haut rein und auf Wiedersehen. Ich will da noch drauf hüpfen. Komm, warte mal. Zack. Zack. Komm schon. Komm schon. Ah, perfekter Abschluss für ein Part. Und damit verabschiede ich mich von dieser schönen Welt von Xenoblade Chronicles. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.